Hallöchen, ihr Lieben. Ja, neuer Sendetermin. Ich probiere jetzt mal mit Sonntag. Mal sehen, ob das für mich angenehmer ist. So mit dem Basteln hatte ich ja geschrieben. Ja, Freitag ist ja Video ausgefallen, weil Handwerker. Ich habe aber trotzdem in den letzten Tagen natürlich ein bisschen vor mich hingewerkelt. Mache ich ja immer. Dafür habe ich mal ein Set rausgeholt, was halt schon uralt ist und von Stampin' Up. Erst wollte ich, habe ich immer überlegt, zeige ich euch das jetzt, nehme ich euch da mit. Warum, wieso, hat ja keiner. Aber ist egal, ich habe gedacht, der Hauptgrund, warum ich mir das Set genommen habe, ist erstens, ich habe es noch nie verwendet. Zweitens, es ist, ich bin darauf gestoßen, als ich wieder bei den 15, mal 15 Papieren geguckt habe und festgestellt habe, dass ich die nicht, dass ich die nicht benutze. Ja, und dabei ist mir eben das Papier in der Hand gefallen. Ich habe das damals, als ich noch Demo war, gekauft, im Ausverkauf, aber das war total günstig, ich glaube nur 35 € oder 40, keine Ahnung. Und da war dabei wirklich hier massenhaft Papier, unter anderem auch geprägtes Papier. Jetzt will er das wieder nicht, doch ein bisschen seht ihr das, glaube ich. Also verschiedene Motive, drei, vier verschiedene Motive. Und also geprägte Motive und glaube sieben verschiedene Designs, weil vorne und Rücken, vorne und Rückseite. Das Papier hat mich erinnert an einen Block von Action, dieser 12x12 Block, den es da gerade gibt. Der hat jetzt nicht überwiegend so blaue Sachen, aber der hat schon sowas wie das hier dabei oder das hier so ein bisschen. So, jedenfalls die Farbrange. Also nicht genau die Motive natürlich, aber so die Farbe. Dann dachte ich, nee, also ich bin immer um den rumgeschlichen und dachte, nee, den kaufst du nicht, den kaufst du nicht. Du hast ja Papier. Papier ist nämlich absolutes Verbot eigentlich bei mir. Und ja, wie gesagt, deshalb habe ich mir das Set rausgenommen. Hier habe ich höchstens mal, ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt schon mal verwendet habe. Vielleicht damals im Hall. Na egal, auf jeden Fall gibt es dazu diese schönen Stempel, sind in Englisch. Aber auch die Stanzen. Ich weiß, das hat jetzt vielleicht nicht jeder von euch, aber Stempel habe ich sowieso auch natürlich Deutsche genommen. Und ich finde, das hat eine absolute Ähnlichkeit mit diesem Set, was ich gerade erst bei Action hier gekauft habe. Ne? Hier die Blätter. Also klar, ein bisschen kleiner, aber es passt halt gut zu dem Papier. Deshalb habe ich mir jetzt hier schon ein paar Sachen da, die seht ihr noch nicht ausgestanzt. Aber was wir eigentlich heute machen, ist. Ein One-Sheet-Wonder hatten wir ja schon lange nicht. Inspiriert dazu wurde ich auch, also nicht zu dem One-Sheet-Wonder, aber zu dem, was ich gleich mit dem Papier mache, wurde ich auch inspiriert von einer amerikanischen oder englischen Demo. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das Video unten. Die hat nämlich auch ganz tolle Karten mit dem Set gemacht, also tolle und einfache Karten. Das Set habe ich mir gekauft, weil ich die Farben sehr schön finde und ja. Weil es so günstig war, ne? Aber die Farben sind halt echt toll. Und wie gesagt, da war so viel dabei. Also Papier, dann waren auch noch so eine Blüten dabei, so eine Dekoblüten mit so einem Vintage-Look. Die habe ich aber irgendwie entweder schon verbraucht oder verkauft oder verschenkt oder so. Dann war da auch noch Band bei. Also dieses hier. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt verwende. Na, wie auch immer, ich habe schon ein paar Karten damit gebastelt. Unter anderem eben auch solche mit so einem One-Sheet-Wonder. Ihr seht schon hier. Wie das hier ist. Ich habe das natürlich in Zentimeter gemacht. Eigentlich ist das Papier ja 15,2 mal 15,2, also 6 mal 6 Inch, aber in Zentimeter halt 15,2. Und ich habe mir gedacht, okay, unsere Karten sind ja immer 14, also meine Karten sind immer 14,5 mal 10,5. Und deshalb habe ich zuerst das Papier bei 10,5. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Bei 14 cm abgeschnitten. Dann ist dieser Streifen hier entstanden. Dann als nächstes habe ich das Papier bei 10,5 abgeschnitten, bei 10 cm abgeschnitten. Und dann haben wir ja noch 5 cm übrig für 15,2. Und dann habe ich einfach bei 2, also dieser Streifen ist dann übrig geblieben und den habe ich einfach in der Mitte geteilt bei 2,6. Also nochmal. Zuerst, also ihr könnt ja Papier nehmen, was ihr wollt. Zuerst bei 14 cm abschneiden, dann bei 10 cm abschneiden und den Streifen in der Mitte teilen. So, das ist jetzt mein One-Sheet-Wonder im Prinzip. Ich habe mir hier zwei Papiere ausgesucht, die halt schön zusammenpassen. Also wo man halt Vorder- und Rückseite gut kombinieren kann. So war jetzt mein Plan. So, und dann mache ich halt da draus. So eine Karten. Und zwar zeige ich euch schon mal mit den anderen. Das sind ja
wie gesagt, 7 Designs. Ich habe jetzt im Prinzip alle Papiere einmal verarbeitet. Und wir machen sowas. Also zwei, also insgesamt machen wir 4 Karten aus einem, aus 2 Papieren. Ich meine, gut, dann ist der Block noch nicht alle, aber immerhin. Und entstehen tut dann sowas da draus. Ich zeige das jetzt einmal kurz. Die Deko, ihr seht es hier schon. Das ist halt auch das Schöne an dem Set. Da war halt, waren halt noch so eine Cutouts dabei. Aber ich habe es auch mit den Blättern gemacht. Und das könnt ihr auch, also so eine, also hier, das ist einfach nur ein Rechteck, das kann man mit der Schere ausschneiden. Das hat man vielleicht als Stanze oder das. Das kann man auch mit der Schere ausschneiden, wenn man das nicht hat. Ich fand es halt schön, weil hier, ich finde die Kombi so toll, blau, grün und gold. Das sieht so toll aus. Das ist so kolonialmäßig. Ich weiß es nicht. Also das erinnert mich so irgendwie an Urlaub auch. Und deswegen hat mir das gefallen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt doch mein Mann nach Hause und ihr hört die Tür schließen, aber das ist gleich vorbei. Was man hier auch ganz gut sieht, ist, dass da eben so eine schöne, da sind ja auch Stanzen bei, womit man die Stanze, die Vasen hier ausstanzen kann. Aber die kann man auch schön, ich habe das, sieht man hoffentlich jetzt hier, das Papier ist ja, was da drin ist, ist geprägt. Und da habe ich mir eben die Vase hier ausgeschnitten und als Hintergrund eben auch das geprägte genommen. So, kurz den Mann begrüßt. Jetzt geht's los. Also wir machen jetzt folgendes. Also wie gesagt, ihr braucht 15x15 Papiere. Die habt ihr ja bestimmt alle. Die gibt es ja auch von Action. Und irgendwas zur Deko, was so ein bisschen so ist. Also je nachdem, ihr könnt ja auch ein anderes Motto wählen. Meins ist ja halt so ein bisschen, wie nennt man das eigentlich? Naja, Boho Indigo, wa? Keine Ahnung. So, und was ich jetzt mache, ist halt zuerst diese Reißen. Das fand ich halt total schön. Also das könnt ihr ja divers machen. Also ich habe ja hier bei den Karten tatsächlich, also einmal quer und einmal dann rechts und links. Ne? Und wie gesagt, ich habe dann immer hinten und vorne miteinander kombiniert. Ihr könnt aber auch die Papiere untereinander kombinieren. Aber ich mache es jetzt mit vorne und hinten, weil das immer irgendwie am besten passt. Und ja, ich mache jetzt nochmal eine andere Variante, denke ich mal. Und zwar hochkant. Und da muss man sich irgendwie überlegen, wie man reißt, weil diese Risskante, weiß ich jetzt auch schon wieder nicht mehr, entsteht ja dann, genau, muss ich so lang machen. Also das Weiße entsteht ja, glaube ich, wenn ich so mache. Jetzt muss ich überlegen. Naja, ist nicht so einfach. Wenn ich das hier reiße, dann müsste das da weiß werden. Naja, mal gucken. Ich hoffe. Ja, habt ihr gesehen? Also auf der Seite, wo er reißt, wird es nicht weiß. Und das muss man sich überlegen, weil ich drehe das jetzt um und setze das so aneinander. Also das ist schon mal meine erste Karte. Also bei mir dauert das ja zu lange, weil ich so viel quatsche. Und meine zweite Karte, was machen wir jetzt noch? Muss man ja immer so ein bisschen gucken, ob das auch hochkant funktioniert. Ja, ich mache mal 2 Hochkantkarten. Ich mache jetzt einmal von oben und einmal von unten. Also wo ich reiße, habe ich gerade gesagt, sieht man das Weiße nicht. Also muss ich auch hier reißen. Ja, war genau falsch, aber gut, machen wir das jetzt so. So, und jetzt einfach so zusammen. Die Reste legen wir erstmal beiseite, das machen wir dann im Anschluss. Ja, das kleben wir uns jetzt fest und dekorieren das. Das mache ich jetzt aber im Schnelldurchlauf. Ja, also wie gesagt, lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kaffee. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an und klebe alles auf und dekoriere die Karten. Das dauert halt immer am längsten. Aber das könnt ihr ja auch ganz einfach machen, indem ihr nur einen Spruch drauf macht und fertig. Ja, aber wie gesagt, ich brauche jetzt da ein bisschen, weil ich dabei noch überlege, was mir am besten gefällt. Viel Spaß dabei.
Hier seht ihr, wie ich immer noch mit der Schleife kämpfe. Das war hier das Längste bei der Karte. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mit der Schleife verbracht. Ich habe es jetzt hier mal drin gelassen, aber überwiegend habe ich den Kampf rausgeschnitten. Ja, bei dieser Karte nehme ich jetzt die Stanzteile von Action da. Einfach damit ihr seht, wie gesagt, ihr habt ja sicherlich auch irgendwo so blaues Papier. In den meisten Actionblöcken waren so eine Papiere dabei. Und wie gesagt, so ein Rechteck mal ausschneiden da als für den Spruch und die Blätter von diesen neuen Action-Stanzen dazu. Und dann habt ihr den gleichen Effekt wie jetzt mit meinem Boho Indigo Set. Aber ich denke, einige von euch haben ja vielleicht noch diese Set, weil sie bei mir auch Kunde waren und sich da inspirieren oder das eben auch so günstig fanden. Viele Kunden gucken ja hoffentlich noch meine Videos, viele Ex-Kunden und lieben Follower, sozusagen Follower. Ach du Schande, das hört sich ja an. Naja, egal. Also diese Karte geht jetzt hier wirklich fix. Bei der anderen habe ich nur so lange gebraucht wegen der blöden Schleife. Also wirklich, ich hätte einfach nochmal neu machen sollen und nicht mit der kämpfen. Naja, wie auch immer. So ist das manchmal. Da dauert so eine Schleife länger als alles andere. So, jetzt wenden wir uns mal den Streifen zu. Also ihr seht schon, wie ich das vorhabe zu arrangieren. Also ihr habt ja die zwei großen Streifen und den schmalen. Die könnt ihr eigentlich einfach so auf Karten setzen, dann könntet ihr noch mehr Karten aus dem Ganzen kriegen. Ich möchte die aber alle drei auf eine Karte setzen und zwar so. Also ihr seht außen die breiten und innen den schmalen. Und das andere Papier von dem anderen 15x15 Block habe ich mir einfach wild durchgeschnitten, wobei so richtig wild nicht. Der in der Mitte ist auf jeden Fall auf Kartenbreite und die anderen, da ist einer kürzer, einer länger. Das linke ist der Rest und die beiden schmalen Streifen habe ich in der Mitte den einen schmalen Streifen habe ich in der Mitte durchgeschnitten. Dann habe ich mir hier Stanzteile mit den Stanzen von dem Set gemacht und die Blüte ist auch gestempelt aus dem Set. Da nehmt ihr aber, was ihr habt. Dann habe ich mir noch die Vase da zurechtgelegt. Aber zuerst möchte ich meinen Kartenuntergrund, der hier blau ist, besprenkeln. Das mache ich mit den Aquarell-Glitzerfarben, Metallic-Farben von Action in so einem Blau. Das mache ich zuerst. Achtung, aber vorher alles abdecken. Das habe ich dann noch geschnallt. Und ja, das muss dann jetzt erst trocknen. Deswegen mache ich das zuerst. Also diese Karte machen wir als zweites, aber zuerst wird sie gesprenkelt. Mein Mann baut hier neben mir und wahrscheinlich hört er im Hintergrund immer klappern. Ich habe mich schon zurückgezogen, aber irgendwie, ja, sorry dafür. Ja, gut. Jetzt kommt die zweite Karte. Wie gesagt, da arrangiere ich jetzt wieder alles aufeinander. Wie ich das arrangiere, sieht man eigentlich. Ich mache jetzt wieder Musik an. Thank you.
So, ihr Lieben, hier sind meine Werke. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Also ich finde die Karten total schön. Ich zeige sie jetzt noch mal ganz in Ruhe. Und auch jetzt, ich wollte erst noch warten bis morgen früh, aber dann sieht man den Schimmer nicht so. Also meiner Meinung nach, ich werde ja noch Fotos auf Instagram dann machen, damit ihr besser die Details erkennt. Aber ich finde die total schön. Also ich, ja, ist ja eine Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber eigentlich bin ich ja so der Leerkartenmacher. Aber hier ist zwar was los, aber das ist so alles Ton in Ton. Das mag ich total. Ja, das waren die, die wir zusammen gemacht haben. Und jetzt kommen noch mal die, die ich mir als Muster sozusagen gemacht habe. Die finde ich aber eigentlich auch toll. Ja, also ihr seht das mit dem Schimmer, das ist so toll. Also bin jetzt froh, dass ich endlich mal dieses Set verwendet habe. Weil ich sagen muss, dieses Motiv ist von all diesen Motiven, das, was mir am wenigsten gefällt irgendwie. Obwohl die einzelnen Blätter an sich toll sind, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja, und jetzt hier mal mit Fabian Cardstock nochmal dazu. Und hier, ihr seht da ja, habe ich ihre Seiten weggerissen. Und hier, also man kann dann reißen, wie man will, sozusagen. Also, und da hat man ernst, also ihr könnt ja die Streifen auch dann zusammen alle auf eine Karte machen, aber das ist jetzt hier alle die Rissen im Prinzip. Hier sind die Streifen und dann zeige ich euch noch das, was ich noch gemacht habe. Also vorab habe ich auch noch mal welche gerissen und noch mal mit ein bisschen mehr Aufwand verziert. Also hier noch mal mit Band und diesen goldenen Blumen. Da habe ich auch so lang gerissen. Die Karte geht so auf. Dann habe ich hier wieder hochkant und hier gerissen. Und diesen Tag verwendet, der ist ja auch dabei. Und die Gräser wieder. Und das Schleifenband, was da, Entschuldigung, was dabei ist. Da muss ich sagen, das ist ja total dick, ne? Also da muss man dann auch portomäßig ein bisschen gucken. Also ihr seht vielleicht. Jo. Dann hier habe ich jetzt nochmal die, also das sind die ganzen Stanzen, die da drin sind. Also auch diese kleinen, die, da gibt es noch so drei extra Wäschen sozusagen. Habe ich jetzt hier Ton in Ton gemacht. Dahinter ist wieder der Hintergrund. Und den Tag habe ich hier jetzt, das Schild halt mal so ein bisschen erhöht angebracht. Und hier sind es auch. Also hier habe ich es auch so gemacht, zeige ich euch gleich. Also ich hatte auch diese One-Sheet-Wonder halt hier genauso gemacht bei den vier Karten. Ja, sind jetzt ein bisschen vier Karten. Und hier die jetzt nochmal, da habe ich die Streifen in Quadrate so ganz grob geschnitten und hier noch so den Rest drin. Also die Streifen habe ich halt immer so ein bisschen modifiziert, aber das finde ich auch total schön hier mit dem. Also ich liebe diese Set. Also das ist auch der Grund, auch wenn es sehr, sehr verspätet kommt, warum ich das Set mir bestellt hatte. Und jetzt nochmal zum Schluss nur die Stempel, damit ihr die auch nochmal gesehen habt. Das sind ja die Vasen hier stempelt. Also zweimal habe ich sie direkt plan aufgestempelt und hier einfach ausgeschnitten und gestempelt. Also eigentlich, also hinterher habe ich dann geschnallt, dass es ja eine Stanze zu den Vasen gibt. Aber ihr seht, ich habe es mit der Hand ausgeschnitten. Hier diesen Strauch gestempelt und die Blüten im Hintergrund flach gestempelt. Und die habe ich mir nochmal ausgeschnitten, damit ein bisschen mehr Dimension entsteht. Und ja, ihr seht, ich habe heute wieder viel gesprenkelt. Und ja, aber ihr seht eine tolle Range an Karten. Ich liebe diese Farben. Das ist schön. Also vielleicht, ich bin noch nicht so sicher, wo wir in Urlaub dieses Jahr hinfahren. Vielleicht mal Griechenland, da war ich noch nie. Also einmal war ich da erst. Nee, Quatsch, zweimal. Ja, weil die Farben sind ja so ein bisschen so, wa? Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, mein neuer Sendetermin sagt euch zu. Mal gucken, wie das Video so läuft. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es dann früh oder spät mache, aber ich habe festgestellt, zwar gucken abends die Leute mehr, aber wenn ich das erst abends starte, dann braucht das Video so lange, bis es hohe Aufrufzahlen erreicht, weil dann ja die Nacht kommt. Und ja, ich habe eine bessere Erfahrung gemacht mit vormittags. Weil ich gucke auch immer zum Frühstück, mache ich meistens, und gucke so ein bisschen durch, was so neu ist. Naja, wie auch immer, mal neue Sachen ausprobieren, also zumindest Sendeplätze. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das Video kommt trotzdem bei euch an. Wie gesagt, kann man da ja mit jedem Papier machen, was ihr habt. Wenn du neu bei mir bist, würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir ein Abo schenkst. Denn ich habe gemerkt, ich habe zwar sehr hohe Aufrufzahlen, aber die Leute, die mich gucken, die abonnieren mich anscheinend nicht. Und natürlich wären Kommentare sehr, sehr hilfreich für mich. Und was noch besser ist, wenn ihr mein Video durchschaut, also nicht nach 2 Sekunden abschaltet oder überspringt, sondern ja, vielleicht müsst ihr gerade noch bügeln oder so, dann lasst es doch einfach laufen. Wenn ihr meine Stimme gerade nicht hören könnt, macht einfach leise, weil das ist immer besser. Also das hilft mir zwar auch, dass ich hohe Aufrufzahlen erreiche, aber wenn die Leute nur anklicken und nicht mehr gucken,
Ja, liegt es an mir, wa? Naja, aber wie gesagt, ich kenne das ja auch von mir. Manchmal hat man nicht so viel Zeit. Egal. Ich komme schon wieder ins Schwafeln heute, aber ich habe ja lange nicht so viel geschwafelt im Video, deswegen heute mal ein bisschen mehr Laberei. Und ja, ich gehe jetzt auf meine Couch. Freitagabend ist halt. Bin ganz schön müde von der Woche und ja, wir gucken noch einen Film und dann gehe ich in die Haier. Ja, euch wünsche ich auch einen schönen Abend, Nachmittag. Nee, schönen Abend, warte mal, jetzt zeig mich, ich bin so müde, kann mich verhaspeln. Einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!